So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar eine Folge Ramses Kitchen mit einem Test einer neuen Chili-Soße. Die wurde mir geschickt in einem Zuschauerpaket und es geht um diese Bamboo Garden Asia Chili Sauce Hot. Das ist die, die ich heute testen möchte, wie scharf die ist und überhaupt. Die ist auf jeden Fall... ein bisschen dickflüssig. Dazu habe ich mir hier wieder Nuggets besorgt. Wir werden Nuggets nehmen, testen, aber ich habe nicht nur die. Zum Vergleich nehmen wir auch die Fuego Hot Jalapeno Sauce. Das dürfte die mildeste sein. Dann haben wir natürlich wieder die Vicious Viper, weil gleichzeitig ist das mein Mittagessen. Und am Ende auch natürlich die Mad Dog 357 in der 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt Variante. Ich muss mal gucken, wo ich die einordne. Die hat hier 2 von 3 Pepperonis. Ich denke mal, die kommt direkt zwischen Hot Jalapeno und der Vicious Viper. Ob so ist, sehen wir gleich. Machen fix die Nuggets warm und dann testen wir mal diese Bamboo Garden Asia Hot Chili Sauce. Gibt es bestimmt im Rewe. So, die Nuggets sind jetzt also fertig. Die sehen wieder mal verdammt gut aus. Wenn ich da dran schnüffel, vielleicht fällt euch auch auf, ich habe mir keine Mütze mehr auf. Ne? Jetzt, wo ich wieder ein paar Haare habe, kann man das auch so lassen. Sieht aus wie der alte klassische Ramses. Wir fangen jetzt direkt mal an mit dieser schönen Fuego Hot Jalapeno Sauce. Die hat auch 2 von 3 Chilischoten. Die ist sehr mild. Die ist richtig genial, wenn ich mir Sandwich mache mit, sagen wir mal, Bierwurst, Schmelzkäse, irgendwas. Durch das ganze Brot immer damit anfeuchten, dass es nicht so trocken ist. Und dann trotzdem eine kleine würzige Schärfe dabei. Die finde ich richtig genial. Die rote davon ist schon wieder richtig heftig und brutal. Habe ich jetzt leider keine Flasche mehr. Von den grünen habe ich immer noch 4 Stück. Aber die wird schnell verbraucht. Die habe ich jetzt 2-mal benutzt. Und ihr seht, da ist jetzt... naja, schon etliches verbraucht. Wir fangen also mal an mit der Jalapeno Würzsoße, die auch recht günstig normal im Handel zu erwerben ist. Nehmen uns mal hier den kleinen Oschi, kippen das jetzt mal da drauf. Ab in den Mund. Jalapenos, immer so eine richtig beißende Essignote, meistens auch natürlich in so Essigbrühe eingelegt. Was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn Sachen in Öl eingelegt werden, die schlagen dir so extrem auf den Magen. Also das, da merkst du schon ein bisschen was, das ist genial. Auf Pizza oder so ist das immer super. Hier steht für Fleisch, Gemüse, Soßen, Suppen und Dips. Wenn ich eine Pizza habe, mache ich mir so gerne dann das noch drauf. Das ist so ähnlich wie Tabasco. Nur Tabasco gibt es ja auch in ganz verschiedenen Schärfegraden. Wir fangen also, wir gehen weiter jetzt und machen direkt mal die Bamboo Garden Asia, die bestimmt ein bisschen dicker ist. Bamboo Garden Asia. Wir schütteln sie auch mal. Bin ich mal gespannt, was die kann. Bamboo Garden gibt es im Rewe, glaube ich. Sehe ich das oft. Hat auch eine säuerliche Note gerade. Also auch so richtig essigartig wirkt die. Nehmen uns auch mal ein Nugget, füllen das mal hier drauf. Mal gucken von der Konsistenz. Die. Ja, jetzt sieht es aus wie Ketchup auf dem Nugget. War vielleicht ein bisschen viel. Die läuft sehr gut, die ist nicht zu flüssig. Die ist wie Ketchup aus einer Glasflasche. Wir probieren mal die. Chili-Würz-Soße, Zutaten, Jalapeno-Pulpe, 30% und Paprika und andere Sachen und überhaupt. Deswegen hat die auch so eine leicht säuerliche Essignote, weil da auch Jalapeno mit reingearbeitet ist. Die Konsistenz gefällt mir richtig gut. Der Geschmack ist auf jeden Fall viel präsenter. Da stinkt die hingegen ab, also das ist eine richtig krasse Soße.
die trotzdem aber nicht zu scharf ist. Ihr habt gesehen, wie viel ich da gerade drauf gemacht habe. Ich kann es auch nochmal probieren, ob das denn jetzt schlimmer wird, wenn man noch mehr nimmt. Und damit ich euch nochmal mehr über den Geschmack sagen kann, diese Bamboo Garden Asia Hot Chili ist natürlich dadurch dann viel, viel schneller leer. Als wenn du jetzt eine richtig scharfe Soße hast, die sich viel länger hält. Genial, hat auch irgendwie gefühlt so eine leicht fruchtig-süße Note, aber eben auch diese Essignote und auch noch was Scharfes im Nachgeschmack, aber nicht zu übertrieben. Die wird also nicht lang halten, die könnte ich theoretisch jetzt für die ganze Packung nehmen und dann wäre die schon wieder leer. Das wäre was, so eine stelle ich mir vor bei McDonald's, wenn die McDonald's immer Chili-Dip bei den Nuggets machen, nehmt die, die ist auf jeden Fall richtig genial. So, weil das jetzt nicht so scharf war, vergleichen wir direkt mal mit der Vicious Viper. Die Vicious Viper, die ist ja hier mega brutal, so wie es draufsteht, weil da ist ja natürlich Habanero Chili mit drin, aber auch Papaya, Guave, Ananas, Banane, Maracuja, Chili Extrakt. Da hat sich hier oben, bildet sich immer so Schmand, der dann da oben klebt. Hau mal die jetzt mal drauf, im direkten Vergleich, ob die andere schon ein bisschen vorgeschärft hat. Die fließt auf jeden Fall nicht so gut raus. Die bleibt irgendwie hängen in dem Rest von dem anderen und jetzt kommt wieder zu viel. So, die ist auch ein bisschen dunkler, die andere ist eher rot, die ist eher ein bisschen so braun. Ja, aber da merkst du schon ein ganz anderes Level. Da ist auch nichts mit Essig großartig da. Da hast du richtig dieses Feurige, was direkt dir reinsteigt. Also die Vicious Viper springt auf jeden Fall sofort an. Die Vicious Viper gibt dir gut mit. Diese Habaneros stechen deutlich heraus. War vielleicht jetzt ein bisschen viel für so einen kleinen Nugget. Übertreibt es mit der nicht. Seid mit der immer vorsichtig. Die ist halt sehr, sehr scharf. So wie es draufsteht, aus den USA. C.A. Jones Vicious Viper. Aber wir haben immer noch die Mad Dog übrig. Die in letzter Zeit ja immer irgendwie nach Pflaume schmeckt, so winterlich und süß. Und dann plötzlich von unten alles hochholt und nachbrennt. Die hat einen Überraschungseffekt und deswegen ist jede Soße gefühlt anders. Die eine, die brennt direkt und gibt dir einen richtigen Nachgeschmack. Die gibt dir ein sicheres Gefühl und erledigt dich dann hinterrücks. Aber wir reden nicht. Wir machen uns jetzt die gute Mad Dog drauf, mit der ihr wirklich aufpassen müsst. Übertreibt es mit der nicht. Da sind nur Carolina Reaper und so alles dabei. Und eigentlich soll man das portionieren. Immer klein, ein bisschen was aufgetragen. Ihr seht, ich nehme auch nur einen kleinen Bipfel. Mit der habe ich nämlich schon mal mega Magenkrämpfe bekommen. Lag dann in der Ecke. So, die kann man jetzt mit einmal einfach so essen. Hat wirklich so eine richtig süße, geniale Note. Jetzt ist das schon weg. Und jetzt fängt es dann nach und nach aber an. Und brodelt auf einmal hoch. Und das ist ein richtig tolles Gefühl. Also nicht für jemanden, der nicht gern scharf isst, aber wer gern scharf isst, der findet das interessant. Machen nochmal ein zweites Nugget damit. Zwei Tropfen, zwei Portionen. Ist eigentlich schon wieder zu viel, darfst du eigentlich gar nicht. Und für das letzte probieren wir gleich nochmal die Chili Sauce vom Bamboo Garden hinterher. Für den ultimativen Vergleich. Die ganze Zunge sticht, brennt, schmerzt. Aber der Geschmack ist trotzdem unglaublich. So, nochmal die Bamboo Garden hinterher. Jetzt zum Neutralisieren. Merkst du wieder auch irgendwie süß, aber gleichzeitig auch Essig.
aber richtig mild, also da könntest du die Flasche jetzt wahrscheinlich austrinken, wie Tomatensaft. Trotzdem an sich, wenn du nichts extrem Scharfes davor gegessen hast, richtig gute Soße, danke. Denjenigen, der mir die geschickt hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo die drin war, liegt schon ein bisschen hier rum. Ich habe auch noch was ganz Besonderes für euch, eine grüne Sriracha-Soße, wo wir sonst immer von Flying Goose nur die roten kennen. Das aber in der nächsten Folge, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr noch mehr Soßen, die ihr empfehlen könnt, egal ob im normalen Handel oder im Internet irgendwas? Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr gern für scharfe Soßen esst. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.